Herzlich willkommen in der neuen Welt von Schiller. Schließen Sie die Augen. Entspannen Sie sich. Willkommen in der neuen Welt von Schiller. Thank you.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Guten Abend, Dessau. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, dass wir hier heute für euch spielen dürfen. Es ist so schön, diese vielen Gesichter zu sehen. Es freut uns wirklich wahnsinnig sehr. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch im Internet ganz viele Menschen heute zugucken aus aller Welt. Deswegen ein ganz kurzer Satz auf Englisch. Welcome to this concert. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for listening to us. We're looking forward to an amazing period of time with you. Thank you for being here. Danke.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich bin sehr froh, dass ihr alle da seid. Ich bin aber auch sehr froh, dass ich auf der Bühne nicht alleine sein muss, sondern dass ich fantastische Mitmusiker habe, mit denen ich heute Abend die Ehre habe, diese Bühne teilen zu dürfen. Das ist auf dieser Seite Gitarre und Bass Günter Hass. Und auf der anderen Seite ebenfalls Gitarre und Bass Alex Grube. Dankeschön.
Thank you.
Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich einen Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, auf dem Kurt Weill Festival zu spielen. Ich war erstmal etwas abgelenkt und irritiert. Vor einem Jahr waren solche Anrufe ausgesprochen rar. Dann wurde darauf hingewiesen, dass es sich nicht etwa um ein Konzert im letzten Jahr handeln würde, sondern um ein Konzert in diesem Jahr. Da war die Hoffnung groß und die Freude auch. Nun war natürlich Kurt Weill, wenn ich ehrlich bin, aus dem Musikunterricht wohl bekannt, meistens im Zusammenhang mit einem Textdichter. Und ich habe, weil der Mensch, der mich angerufen hat, mein volles Vertrauen genießt, habe ich sofort Ja gesagt. Das war Herr Gerhard Kämpfe, der Intendant von dem Kurt Weill Fest. Und ich. Ich habe also sofort Ja gesagt und dachte kurz nach dem Telefonat, was gar nicht so lang war, wie es eigentlich hätte sein können, auch in dem Zusammenhang, dachte ich mir, was habe ich bloß getan? Denn Brecht Weill kannte ich tatsächlich, wie erwähnt, aus dem Musikunterricht und aus der Theater AG des Ratsgymnasiums, an dem die unvermeidliche Drei-Groschen-Oper aufgeführt wurde, ohne dass überhaupt irgendjemand wusste, worum es eigentlich dabei geht. Und damals war das alles ganz fein säuberlich getrennt, diejenigen, die Spiegel gelesen haben und die anderen. Und in dem Zusammenhang war also Drei-Groschen-Oper eigentlich etwas für Spiegelleser. Das war in den 80er Jahren ziemlich, es war so, wie es war. Und das dann entsprechend auch in der Schulaula, als, wenn man so will, Zwangskulturaufführung sich angucken zu müssen, war ich als jemand, der nicht auf der Bühne stand, auch entsprechend unterlag einer gereizten Atmosphäre, um es mal so auszudrücken. Deswegen war also Brecht Weill nicht unbedingt das, wonach wir uns alle gesehnt haben. Man muss aber dann doch irgendwann natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man so gefragt wird und sofort Ja sagt und danach sich überlegt, und jetzt, was machen wir jetzt mit diesem Ja, hat man natürlich angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat gemerkt, dass man doch manchmal Eigelb und Eidotter trennen kann und Kurt Weill auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter Mensch ist, dem wir sehr viel zu verdanken haben und der natürlich auch ein wahnsinnig lebendiges und lebhaftes Schicksal hatte, nicht immer von freiwilligen Entscheidungen gezeichnet, aber ich bin sehr glücklich, dass wir Ja gesagt haben und ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Abend deswegen zusammen verbringen können. Und bedanke mich sowohl bei Kurt Weill, als auch bei Gerhard Kämpfe, als auch bei dem wunderbaren Team der Kurt Weill-Gesellschaft. Denn es ist wirklich unglaublich, mit welcher Hingabe und mit welcher Werf diese Menschen, dass sie alles auf die Beine gestellt haben. Und wie ich gehört habe, ist es das erste Mal, dass das Open Air stattfindet. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, es ist eigentlich jedes Jahr so. Also das ist ganz fantastisch. Und die aus dem Abend eine Lesung wird, machen wir mit Musik weiter. Danke. Thank you.
Ruhe. Das höchste Glück auf Erden kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz. Thank you.
Thank you.
Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke sehr. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal auf das Telefonat beziehen, auf das ich vorhin angespielt habe, nämlich auf das Telefonat mit Gerhard Kämpfe, der mich eben gefragt hat, ob ich mir das generell vorstellen könnte, und auf meinen extremen Leichtsinn sofort Ja zu sagen und auch natürlich zu versprechen, beziehungsweise glaube ich sogar selber vorzuschlagen, wenn ich mich recht entsinne, dass man dann ja auch Musik von Kurt Weill verschillern könnte. Wie schwierig das ist und wie schwierig es werden würde, das habe ich für mich behalten und habe ehrlich gesagt, es wird ja, bleibt ja unter uns, hatte dann auch nie wieder das erwähnt und es wurde auch nie wieder die Frage gestellt, ob denn und vor allen Dingen welche Stücke jetzt denn von Kurt Weill verschillert würden. Ich war ein ganz bisschen froh, dass das Thema vielleicht auch sich damit hätte ergeben können. Und vor 2 Wochen wurde ich eingeladen, zu einer kleinen Pressekonferenz hier nach Dessau zu kommen. Und es war wunderschön, es war ein ganz toller Tag, so wie heute, strahlendes Wetter. Da saßen wir alle hier zusammen in der Sparkassenfiliale und es gab also einige Pressemenschen, die Fragen gestellt haben und es wurde auch noch einmal Bezug darauf genommen, dass dann Schiller ja auch Kurt Weill interpretierte. Ich hatte seinerzeit Gerhard Kämpfe versprochen oder gesagt, ich bin schon mittendrin. Das war mit einem Pokerface, was er nicht sehen konnte, weil wir telefoniert hatten. Und wurde dann wieder daran erinnert, dass es scheinbar nicht vergessen wurde, dass ja das ein Kurt Weill-Fest ist. Und ich habe mich also dann ganz schnell ins Studio zurückgezogen und habe das, was ich eigentlich schon längst hätte machen wollen und dann auch ein ganz bisschen froh war, dass es mir vielleicht doch genommen wurde, dieses Versprechen, weil es wirklich, wirklich schwierig ist, sich mit der Musik von Kurt Weill zu beschäftigen und den Respekt zu behalten. Ein Cover zu machen von einem Stück ist ein ganz dünnes Eis. Es gibt Stücke, die covert man nicht, das macht man, das tut man nicht, das gehört sich nicht. Ich könnte Beispiele nennen, das mache ich aber nicht. Und es gibt Stücke, die sind für die Ewigkeit. Und Mackie Messer, da musste ich aber an Harald Junke denken und an die besagte Drei-Groschen-Oper-Aufführung. Aber es ist so eine fantastische Melodie und wir sind so neidisch darauf, dass uns das nicht eingefallen ist. Denn das ist so ein zeitloses Stück, was vor ganz vielen Jahren geschrieben wurde. Und wenn man den Text mal außen vor lässt und sich nur auf die Töne und nur auf die Melodie fokussiert, ist das ein Stück für die Ewigkeit. Und deswegen haben wir heute Abend die, zumindest nach einer oberflächlichen Recherche, die längste Mackie Messer-Version aller Zeiten gespielt. Was etwas vereinfacht wurde, weil wir den Text ja weggelassen haben, der natürlich endlich ist, aber Musik ist unendlich. Und wir danken euch sehr für eure Offenheit und für eure musikalische Toleranz, euch das heute Abend hier anzuhören. Dankeschön.
Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Was soll ich sagen? Danke. Dankeschön. Das war jetzt hier heute ein fantastischer Tag. Wir sind heute Morgen angekommen, einige von uns schon gestern Abend. Das ist eine unglaublich tolle Örtlichkeit hier. Ich muss sagen, ich habe vorher Fotos gesehen und die Fotos, die ich gesehen habe, werden dieser Atmosphäre und all dem, was es hier gibt, auf keinen Fall gerecht. Es ist ein Traum. Sowas kann man zum Glück nicht festhalten, sondern das muss man erleben. Ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr, dass wir hier... Ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese Gelegenheit haben, dass wir diesen Vertrauensvorschuss bekommen haben, hier heute spielen zu können. Es ist ein großes Privileg, überhaupt spielen zu können, und hier spielen zu dürfen, ist ein noch größeres. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin vorhin eine kleine Runde durch diesen wunderschönen Tierpark gelaufen und ein Tier, dessen Namen ich noch nie vorher gehört habe, hat mir geflüstert, dass es eigentlich gerne um 11 schlafen möchte. Deswegen würden wir uns sehr gerne von euch mit unserem letzten Stück für heute Abend verabschieden. Danke, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Danke für euer Vertrauen. Bleibt gesund und bis ganz bald. Dankeschön.